Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Der Frühling ist da, der Frühling ist da. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Hafenton. Frühling, ja, du bist's. Ich hab dich vernommen. Ich glaube, irgendwie ging das Gedicht noch anders. Frühling lässt sein blaues Band. Irgendwas habe ich, glaube ich, vergessen, aber das macht nichts. Bevor wir jetzt hier anfangen mit den Stuten und den Fohlen, ist euch das mal aufgefallen? Hier jetzt zumindest schon mal über diesem Feld fliegen mega viele Schmetterlinge rum, auch da hinten. Ja, die Schmetterlinge sind los. Es ist Frühling und ich finde es mega cool, dass jetzt hier auf einmal so viele Schmetterlinge rumfliegen. Das ist, meine ich, auch mit dem heutigen Update erst dazugekommen, oder? Ich glaube ja. Natürlich gab es die Schmetterlinge schon vorher, die sind ja von der ganzen Weile schon reingekommen. Aber ich glaube, dass so viele Schmetterlinge hier rumflattern, das ist jetzt erst mit dem Frühlingsupdate. Und das finde ich einfach mal mega niedlich. So, die Hummeln bummeln über die Wiese. Oh Gott. Reim dich oder ich fress dich. Wobei ich auch nichts gegen was zu fressen hätte. So, hier hinten. Hier ist die erste Aufgabe bei Ranger. Wie hieß sie nochmal? Ranger Violet. Diese Quest hier ist auch für Nicht-Star-Rider erhältlich, möglich, machbar. Aber für alle anderen, momentan sind es 3 weitere Stuten auf Jorvik, muss man Star Rider sein, um es zu schaffen. Es werden im weiteren Verlauf auch noch weitere Stuten und weitere Fohlen kommen. Vielleicht ist ja da mal noch eine Richtung vor Pinter dabei, die auch nochmal nicht Star Rider machen können. Aber jetzt fürs Erste ist es nur die Stute da hinten. So, Violet. Okay, wir können den Auftrag nicht annehmen, wenn wir auf dem Pferd sitzen. Das heißt, Candy Crush ist besonders lauffreudig, ja. Auch sie ist, hat hier das große Frühlingserwachen, ist von der Hummel gestochen. Im Übrigen, ich liebe diese Schleifen. Die meisten von euch waren dafür, dass ich auf die pinke Schleife wechsle und ja, ich liebe sie. Es wird übrigens auch noch ein DSG kommen. Ich kann ja gerade mal sagen, was für DSGs in der nahen Zukunft noch kommen. Es wird nämlich noch ein Fazit kommen zum Assateague Pony, zum Rework des Assateague Ponys. Es wird ein DSG kommen, wo ich nochmal auf die Fragen eingehe, die unter dem letzten Rechte und Pflichten für YouTuber-Video angesprochen wurden. Dann wurde ich gefragt, ob ich nochmal ein neues Video machen kann, mit was ich arbeite und was ich für Anfänger empfehlen würde. Dann habe ich überlegt, mache ich mal ein Video über die Friday for Future Demonstration. Und ich wollte aber noch was reden und das habe ich vergessen. Ja, gut. Also machen wir mal weiter. Hallo, heute ist ein wunderschöner Tag, nicht? Tatsächlich, ja, bei uns scheint auch endlich wieder die Sonne nach 3 endlosen Wochen Regen. Es ist herrlich. Die zurückgekehrten Zugvögel singen, die ersten Blumen blühen und die Stute dort drüben wird bald das erste Fohlen des Jahres zur Welt bringen. Ja, genau, der Frühling kehrt in Jorvik ein. Liebt ihr das auch so, wenn ihr die Zugvögel, wenn die Kraniche zurückkommen? Ich finde das so schön, ich liebe das. Wir Jorvik Rangers müssen dafür sorgen, dass alle Fohlen wohlbehalten zur Welt kommen und sich an uns Menschen gewöhnen. Leider sind wir dieses Jahr etwas unterbesetzt. Du scheinst eine starke Bindung zu deinem Pferd zu haben. Könntest du uns vielleicht helfen? Klar, der Gerät und ich, wir arbeiten prima zusammen. Die Geburt eines Fohlens ist nicht sehr kompliziert. Gesunde Stuten können ihre Fohlen in der Regel ohne die Hilfe der Menschen zur Welt bringen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir bei den Stuten sind, wenn das Fohlen geboren wird, um sicherzugehen, dass das Fohlen gesund ist und die Stute es nicht ablehnt. Das gibt es ja tatsächlich häufiger, dass dann Ammenstuten gesucht werden müssen. Schwangere Stuten sind häufig scheu, also musst du dich ihnen vorsichtig nähern und ihnen zeigen, dass du keine Bedrohung darstellst. So werden sie ruhiger. So näherst du dich deinem Ziel. Bewege dich, während die Pfeile grün sind. Halte inne, wenn sie rot werden. Je schneller du dich bewegst, desto schneller werden die Pfeile rot. Klicke dein Ziel an, um dieses Minispiel abzuschließen. Ach cool. Wir könnten auch schleichen. Warum kann... Aha. Jetzt ist sie gerade wieder... Oh, sie hat Angst. Ja, sie ist nervös, ne? Einmal die vorstehende Geburt, die lässt...
die lässt die Stuten sowieso schon mal ein bisschen werden. Oh, alles gut, Süße. Ich will dir doch nichts tun. Ist doch alles super. Oh, ja, fein. Alles gut. Alles gut. Ja, du bleibst bei der Stute und hilfst ihr ruhig zu bleiben. Ist doch alles gut. Ah, und das ist noch nicht übersetzt. Ein gesundes Fohlen wurde geboren. Oh Gott, oh, ist das süß. Oh, ist das niedlich. Oh, ist das knuddelig. Ah, ist das süß. Oh, jetzt wollte ich gerade ein schönes Bild machen. Oh mein Gott, ist das süß. Ich werde die Sally mal ganz kurz auf die Igno packen, damit ich hier... Oh, das möchte ich nämlich irgendwie schön hier als Thumbnail machen. Oh, jetzt kommen schon wieder andere. Oh je. Ach Gott, ist das herrlich. Ach guck, Violet steht jetzt auch hier. So, Sally, löschen von der Igno. Zack. Das scheint ein gesundes kleines Fohlen zu sein. Gute Arbeit. Als nächstes müssen wir die Fohlen an uns Menschen gewöhnen. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. Okay, was sagt sie uns denn? Bevor wir zum Fohlen gehen, möchte ich mal kurz hören, was sie für Informationen für uns hat. Durch bestimmte Aktionen kannst du dir das Vertrauen eines Fohlens verdienen. Klicke das Fohlen an, um ein Menü aufzurufen, das dir anzeigt, wie sehr das Fohlen dir vertraut. Über dieses Menü kannst du auch Aktionen ausführen. Nicht alle Aktionen sind von Anfang an verfügbar. Du musst erst das Vertrauen des Fohlens zu dir stärken. Du kannst dein Vertrauen zum Beispiel dadurch verdienen, dass du ihm hilfst, bei seiner Mutter zu trinken. Auch dadurch, dass du der erschöpften Mutter Wasser gibst, zeigst du dem Fohlen, dass es dir vertrauen kann. Wenn du erst vor kurzem eine Aktion durchgeführt hast, kannst du sie nicht sofort noch einmal benutzen, um Vertrauen aufzubauen. Du kannst also beispielsweise nur dann Vertrauen durch das Füttern des Fohlens gewinnen, wenn es auch hungrig ist. Schau nach einer Weile wieder nach, ob das Fohlen etwas braucht. Dass du das Vertrauen des Fohlens durch eine Aktion stärken konntest, erkennst du an den kleinen Herzen, die über dem Fohlen erscheinen. Zu dieser Zeit werden auf Jorvik viele Fohlen geboren. Ich gebe dir 500 Jorvik-Schillinge für jedes Fohlen, mit dem du dich anfreundest. 500 Jorvik-Schillinge, das ist ja nice, das ist relativ viel. Vorsichtig, so, wir können es jetzt gerade füttern. Oh, ist das süß. So, momentan können wir nichts anderes machen. Es ist noch vorsichtig. Dieses Fohlen ist dir gegenüber vorsichtig und bleibt in der Nähe seiner Mutter. Es scheint dir noch nicht zu vertrauen. Okay. Ja, und wir finden woanders auch noch andere Stuten. Ja, das hatten wir schon. Sie sagt uns sonst nichts mehr weiter. Ja, dann würde ich sagen, dann schnappen wir uns jetzt mal Wölkchen. Ansonsten haben wir nämlich jetzt gerade keine Quests, wir haben auch keine verfügbaren mehr. Also klar, das mit den Spinnen gefunden könnte ich noch machen, aber ich würde sagen, wir reiten jetzt einfach mal so ein bisschen durch Jorvik und gucken mal, ob wir noch woanders eins finden. Ich habe schon eine Idee, wo eventuell noch eins sein könnte. Ich bin mir relativ sicher, dass hier hinten sich bestimmt noch eins befindet, weil da haben wir sehr, sehr viel Platz. Da haben wir sehr viel Platz für eine Stute. Aber ich bin mir unsicher, ob wir das jetzt überhaupt schon finden können. Es kann ja auch sein... Warte mal, ich glaube, hier hinten ist auch noch eine Spinne. Dann kann ich die auch direkt noch ein bisschen mitsuchen. Ich glaube, hier hinten ist noch eine, die ich nicht habe. Oder hatte ich die schon? Nee, die hatte ich noch nicht. So. Wie viele Spinnen habe ich eigentlich mittlerweile gefunden? 24. Okay, also könnte ich schon zwei davon abgeben. Zwei Quests. Also ich weiß gar nicht, ob jetzt die anderen Stuten überhaupt schon sofort verfügbar sind. Versteht mich nicht falsch, in dem Update ja, das definitiv schon. Das hat Star Stable ja so angekündigt. Aber es kann ja auch sein, dass die anderen Stuten erst dann auftauchen, wenn wir uns mit diesem ersten Fohlen als Tutorial angefreundet haben. Wisst ihr, was ich meine? Dass das jetzt noch nicht geht, sondern wir erstmal das eine Fohlen fertig machen müssen, in Anführungsstrichen. Also nicht fertig machen, aber die Quest. Aber ich gucke trotzdem mal, weil ich könnte mir das gut vorstellen, dass sich da hinten eventuell vielleicht auch noch ein Fohlen befinden könnte.
Das weiß ich jetzt aber natürlich nicht. Wir schauen einfach mal. Wir suchen hier mal so ein bisschen rum und gucken, ob wir da eins finden können. Hier ist auch noch irgendwo eine Spinne. Miau. Die hören sich echt wie so eine kleine Katze. Nee, irgendwo hier hinten muss die sein. Was zur Hölle? Wie will ich denn an die Spinne drankommen? So will ich da drankommen. Haha! Der Gerät wird nie müde. So. Falls ihr euch fragt, warum ich immer von der Gerät rede, es ist, dafür müsst ihr die Streams noch gucken. Ich lade jetzt noch den langen 2,5 Stunden Assateague-Level-Stream hoch, wo ich alle Rennen gemacht habe. Es war ein Twitch-Stream und den re-uploade ich noch. Und dann werdet ihr schon rausfinden, warum Wölkchen der Gerät ist, wenn ihr nicht selber zugeschaut habt. Da waren unheimlich viele dabei. An dieser Stelle nochmal Dankeschön an alle, die dabei gewesen sind. Das war echt eine krasse Sache. Wir warten jetzt momentan immer noch auf eine Nachricht von Twitch, ob das geklappt hat mit der Partnerschaft. Beworben haben wir uns, aber wir haben bislang noch keine Rückmeldung bekommen. Guck mal hier, ich hätte... Hier ist auch noch irgendwo eine Spinne. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht hier auch Glück haben, weil sie ja hier schön auch leckere Äpfel zu fressen finden. Da hockt sie. Die hören sich an, die sind einfach nur so süß. Mega knuddelig. Also die Spinnen, ganz ehrlich. Also, ich habe ja echt keinen Vertrag mit Spinnen. Ich finde ja Spinnen im echten Leben wirklich eklig. Aber die hier, die sind schon wirklich sehr, sehr süß. Ganz herzig. Nee, also hier haben wir keine mehr. Wie gesagt, es kann natürlich auch gut sein, dass wir die weiteren erst später finden. Vielleicht hätte ich mir vorher mal noch die News anschauen sollen. Ich habe mir das jetzt nur auf der Seite durchgelesen. Aber es kann ja auch sein, dass sie im Video nochmal was dazu gesagt haben in der Star Stable Show. Das weiß ich nicht. Ich nix wissen, ich wieder unvorbereitet sein. Mich sind nicht gut vorbereitet sein. Jar Jar Binks ist einer meiner absoluten Favoriten an Charakteren aus Star Wars. Ich bin sowieso nicht unbedingt so ein riesen Star Wars Fan, muss ich ehrlich sagen. Aber Jar Jar war schon immer ganz cool. Ich habe aber auch nicht alle Teile gesehen. Was liegt denn da? Knochen. Ein Knochenfund zwischen dem Apfelhain Dundal, also den Weg nach Mistfall und Firgrove. Da waren bestimmt wieder die bösen Wölfe zugange. Ja. Nee, also ich glaube fast, dass wir tatsächlich uns erstmal nur um das eine Fohlen kümmern können. Kann natürlich auch sein, ich liege komplett falsch und ich täusche mich. Aber ich glaube schon. Im Übrigen ist die Quest hier mit dem Häuschen eine der Sachen, die ihr abgeschlossen haben müsst, wenn ihr nach Epona möchtet. So war es jedenfalls früher. Ich weiß nicht, ob sie an den Bestimmungen jetzt ein bisschen was geändert haben oder nicht. I don't know, das kann ich euch nicht zu 100% sagen. Ja gut. Ich würde sagen, ich schaue einfach mal, ob ich rausfinde, ob das jetzt mit den anderen Stuten auch schon geht. Verabschiede mich einfach für heute schon mal. Und ansonsten können wir ja vielleicht dann in der nächsten Folge, wenn es schon andere Stuten gibt, können wir uns nochmal um das erste Fohlen kümmern und dann vielleicht auch schon um das zweite, wie gesagt, wenn es schon geht. Und dann könnten wir auch das Ganze mit den Spinnen nochmal weitermachen und Professor Hayden besuchen. Das mag ich jetzt erstmal nicht noch machen. Ich würde sagen, wir machen das dann vielleicht in der nächsten Folge.
Und ich schaue einfach mal. Ich habe auch überlegt, ob ich hier wieder ein bisschen mehr Star Stable bringe. Aber jetzt dadurch, dass die Stream-Uploads ja noch kommen, muss ich mal gucken. Ich habe gerade echt relativ, also ich habe Star Stable satt. Also ich habe es nicht satt, aber Star Stable satt für euch. Jede Menge. So, also dann ihr Lieben, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich muss sagen, ich finde es wieder eine super süße Sache mit den Fohlen. Und ich finde es auch schön, dass ihr das in Zukunft noch um weitere Stuten und Fohlen erweitern möchten. Denn das gibt ja auch irgendwie, ja, so ein bisschen Beschäftigung. Weil man jetzt sagt, okay, das fängt bis, geht bis in den, ja, bis Mitte des Sommers, kommen immer wieder neue Fohlen rein. Das wäre schon eigentlich ganz cool, weil man das ja jedes und jedes und jedes Jahr weiterverfolgen kann. Mir gefällt es auf jeden Fall gut. Ich finde es sehr schön. Und ja, dann danke fürs Zuschauen und wir hören uns auf jeden Fall spätestens übermorgen wieder. Gucken wir mal, was wir dann genau machen. Also bis dahin. Tschüss.